Hallo, heute möchten wir lernen, was quadratische Gleichungen sind und welche Typen es hiervon gibt. Quadratische Gleichungen sind Gleichungen, in denen die Variable, wie zum Beispiel x, höchstens in quadratischer Potenz vorkommt. Zusätzlich können auch noch ein lineares Glied, das ist eine Variable ohne Quadrat, und ein absolutes Glied, das ist eine Zahl ohne Variable, auftauchen. Hierzu möchten wir uns mal ein Beispiel angucken. X² minus 3x plus 4 ist gleich 2x² plus 4x minus 2. Wenn wir uns diese Gleichung hier mal genauer ansehen, sehen wir, dass auf der linken Seite ein quadratisches Glied auftaucht mit x². Und auf der rechten Seite taucht auch ein quadratisches Glied auf mit 2x². Auch ein lineares Glied taucht hier auf beiden Seiten auf. Das ist auf der linken Seite minus 3x und auf der rechten Seite plus 4x. Auch ein absolutes Glied taucht hier auf beiden Seiten auf, und zwar auf der linken Seite mit plus 4 und auf der rechten Seite mit minus 2. Ein weiteres Beispiel für quadratische Gleichungen wäre x² minus 4x ist gleich minus 1. Hier taucht das quadratische Glied nur auf der linken Seite auf mit x². Das lineare Glied taucht hier nur auf der linken Seite auf mit minus 4x und das absolute Glied taucht hier nur auf der rechten Seite auf mit minus 1. Quadratische Gleichungen gibt es in verschiedenen Typen. Der erste Typ von quadratischen Gleichungen, den wir uns heute angucken wollen, das sind die rein quadratischen Gleichungen. Rein quadratische Gleichungen sind quadratische Gleichungen, in denen kein lineares Glied auftaucht. Ein Beispiel hierfür wäre 4x² minus 16 ist gleich 0. Hier sehen wir also ein quadratisches Glied mit 4x² und ein absolutes Glied mit minus 16, allerdings kein lineares Glied, also die Variable ohne Quadrat taucht hier nicht auf. Allgemein kann man für rein quadratische Gleichungen auch schreiben, ax² plus c ist gleich 0, wobei hier das quadratische Glied ax² wäre und das absolute Glied plus c ist. Ein anderer Typ der quadratischen Gleichung sind die quadratischen Gleichungen ohne absolutes Glied, also quadratische Gleichungen, in denen keine Zahl ohne Variable auftaucht. Ein Beispiel hierfür wäre 3x² minus 6x ist gleich 0. Hier sehen wir, auf der linken Seite taucht ein quadratisches Glied mit 3x² auf und ein lineares Glied mit minus 6x. Eine Zahl ohne x fehlt hier auf der linken Seite allerdings. Allgemein lässt sich für quadratische Gleichung ohne absolutes Glied auch schreiben, ax² plus bx ist gleich 0. Hier sehen wir das quadratische Glied vertreten mit ax² und das lineare Glied mit plus bx. Der dritte und letzte Typ von quadratischen Gleichungen sind die allgemeinen quadratischen Gleichungen. Allgemeine quadratische Gleichungen sind quadratische Gleichungen, in denen ein lineares Glied, also die Variable ohne Quadrat, und ein absolutes Glied, also die Zahl ohne Variable, auftauchen. Ein Beispiel hierfür wäre 2x² minus 12x plus 10 ist gleich 0. Wenn wir uns hier diese Gleichung also nochmal genauer ansehen möchten, sehen wir auf der linken Seite ein quadratisches Glied mit 2x², ein lineares Glied mit minus 12x und ein absolutes Glied mit plus 10. Allgemein lässt sich für allgemeine quadratische Gleichungen auch schreiben, ax² plus bx plus c ist gleich 0. Hier haben wir mit ax² das allgemeine quadratische Glied, mit plus bx das allgemeine lineare Glied und mit plus c das allgemeine absolute Glied. So, das waren die drei verschiedenen Typen von quadratischen Gleichungen, die wir kennen. Ich danke euch fürs Zugucken.